Scheißler! Was? Hast du Probleme mit mir? Hast du Probleme? Bist du ein Problem? Hey! Der Mutterland! Ja, lieber Patron in der Zukunft, denk dran, hier musst du sehr viele Memes einbauen. Du musst alle hier hops nehmen. Schauen sie euch an, ich werde sie alle hops nehmen. Anders geht nicht. Komm, wir fragen mal schon mal die Leute, ob die überhaupt Bock drauf haben. Wollt ihr schon mal irgendwie was loswerden vorher? Warum machen so wenige Jungs mit? Willst du mehr? Mit Locken, ja. Die Dame würde gerne mehr Kacken da haben. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Komm, wir gehen mal rein. Oh, guck mal, die kennen wir sogar. Was geht ab? Alles gut? Ja. Ja? Ja. Alles allerbestens. Du musst doch irgendwie mal Snapchat machen mit Video und sag, ich mach Foto, gell? Ja. Hast du ein Motto für heute? Nein. Warum? Keine Ahnung. Einfach drauf, sagst du, ne? Ja. Anders geht nicht. Sagst du Miss Walfoss? Walfoss. Walfoss. Ah. Drama, ein Ich will meine Städte, weil du fett und hässlich bist. Oh! Anders geht nicht. Okay. Alexa. Okay. Alexia. Spiel einmal Busta Rhymes ab. Fertig. Check den Jigum einmal von oben bis unten ab. I get those goosebumps every time. I need the heim. I get those goosebumps every time. Oh, okay. Er wird dich daten. I get those goosebumps every time. Diese Halbzeit über dir, gell? Zehn hat mich an die Nase. Kennst du Dings von GTA, Trevor? Ja, no! Oh! Anders geht nicht. Check ihn mal ab von oben bis unten. It's the one and only Deagle Double G. Stell dich mal vor, man. It's the motherfucking Deagle Double G. Der Bruder haut dir Sachen raus, damit habe ich nicht gerechnet. Anders geht nicht. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein, danke. Der ist nicht mein Typ. Stell dich mal vor. To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace. Okay, check sie mal ab. The club sipping Moet is where you find. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Mad question asking. Anders geht nicht. Ich glaube, Huda will gerade irgendjemand Ansage machen. Kann das sein? Wie willst du eine Ansage machen? Hört mal zu, auf jeden Fall Ecktyp, der hat scheiße über mich in Livestream geredet und es geht überhaupt nicht, Leute. Guck mal, da vorne ist der. Weißt du, ja, der hält schon in die Kamera, wenn der gleich hier ist, dann wird der sehen, bei Gott. Was hat er dir gesagt? Guck mal, der geht live mit der Freundin von Alpha, gell? Der redet irgendwelche Scheiße, keine Ahnung, welchen Film der hängen geblieben ist. Was hat er denn gesagt zu dir? Der hätte Panna als zum beleidigt und geschubst und Panne hätte nichts gemacht. Und ich wäre von der Ecke gekommen und der mir zwei Klatschen gegeben hat. Oha. Sag Alpha, ja, ne, der hat euch beide ja, und den gleich. Oh, das wird jetzt Reality-Show auf höchstem Niveau, Freunde. Also jetzt bin ich mal gespannt. Und ja, wir wollen alle die alte Huda, das weißt du, gell? Wir wollen die alte Huda wieder. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr sagt. Ja, normal. Oh, die macht jetzt. Komm. Was hast du denn erzählt? Hey! Was hast du in Livestream gesagt? Hey, lass mal jetzt! Warum redest du scheiße über? Hey! Was hast du Probleme mit mir? Hey, nimm mich nicht auf! Ja, was macht ihr? Was macht ihr? Ey, mach mich nicht in dein Video, ja? Ich mach Anzeige! Aber gehst du nachher? Das ist Huda! Das geht gar nicht! Anders geht nicht! Ey! Wir haben hier ein Problem! Was haben wir für ein Problem? Erzählt mir gerade was! Oder ich war da, der hat mit mir gesprochen. Wer? Wer heißt der? Der Afghaner. Keine Ahnung. Mein Bruder, der hat zu mir gesagt, diese kleine Mädchen, die hat geweint, diese, wie heißt die? Die hier. Die hat fast geweint, die hier. Ja, ja? Du kannst auch gucken. Von Tinder, ja. Dann hat er der hat sie gefragt. Die 19-Jährige. Der hat sie gefragt, willst du Punky Monkey hier dissen und auf mein Video kommen. Ich mache jetzt Kamera auf und du sagst es. Der hat gesagt, willst du? Der hat gesagt, ja. Die hat ihre Freunde noch geholt und beide haben schon gemacht, Bruder. Aber ich will nichts Falsches sagen. Laber, oder das nennt man Scheitan, Bruder. Wir kennen die Worte. Anders geht nicht. Ich nehme auf. Halt's Maul! Halt die Fresse jetzt! Ey, was? Dein Vater oder was? Ist nicht mein Sohn. Ja, das ist mein Sohn. Ja. Hast du Probleme damit? Der fuckt mich gerade ab. Ich will doch normal mit dem reden, weißt du? Ich hab das auch schon öfter mitbekommen, dass er in Livestreams, der hat auch einfach gegen mich schon öfter geschossen und so. Das ist na, Foto, ich geb dir gleich so ein Aufwärge, die fliegt bis Marokko zurück, Alter. Rede mal, ich höre nichts mehr. Hallo. Okay, geht. Anders geht nicht. Also jeder, der schon in Livestreams dabei war, von dem einen oder anderen unbekannten YouTuber, weiß, dass der öfter gegen uns hetzt. Mir ist das scheißegal, aber ich glaube, Huda lässt sich da nicht so viel sagen. Was ich auch irgendwie feier. Sollte man eigentlich so machen, aber ich halte mich auch sowas raus. Sowas geht nicht. Weil warum soll man sowas machen? Einfach ruhig sein, gar nichts sagen oder einfach versucht dein eigenes Business aufzubauen, weißt du? Ja, eifersüchtig, Bruder. Auge Nummer bester eins. Mann, Alter. Das ist Nazar Nummer 1, Bruder. Was sagst du? Man sieht in seinen Augen schon, Bruder, wenn man ihn anschaut. Ich hab nichts gesagt, er sagt selber. Sehr, sehr undankbar.
Ihr wart früher doch so eng miteinander. Ja, aber nach diesem Disrespect, dieses Mädchen, das geht gar nicht. Bruder, dann antwortest du. Guck mal, Kool Savas und Echo Fresh sind auch wieder Freunde. Hä? Leute, die sind sich und im Endeffekt sind sie wieder Freunde, so, weißt du? Eine, ja. Die hat nicht deine Mutter haltig, die hat nicht deinen Vater und du musst ja auch antworten. Ja, ich antworte doch, was das? Ja, was das? Ja, was ist das? Mal gucken, wer gewinnt. Ja, mal gucken an. Ektub. Auf jeden Fall, Leute, der geht live, der redet scheiße über mich, der packt irgendwelche Sachen. Ich schwöre, bleib bodenständig, wie ich es gerade mache. Du bist halbe Aufweige, bei Gott. Aber er hat gegen Nadja gewonnen. Hör, du juck mich nicht, halbe Aufweige bist du. Okay, hör zu, stimmt es, was du gesagt hast in Livestream? Nicht alles. Nicht alles, was stimmt denn da? Komm, pack aus. Komm, sag doch! Es stimmt nicht, Leute, der redet nur scheiße über mich. Keine Hobbys, der muss ja irgendwie seine Klicks machen, Leute. Guck mal, wenn ich was gesagt habe, Bruder, dann tut mir vom Herzen leid. Das was ich gesagt habe, das macht man nicht dumm. Ich bereue es gerade selber in dem Moment. So, ja, tamam, Entschuldigung eingenommen. Ja, anders geht nicht. Eine sehr traurige Situation auf jeden Fall. Wir haben dich noch nie so traurig gesehen. Komm, einmal schreien. Nein, Mann, heute einmal schreien, auch mal wieder zu Laune zu bekommen. Für uns alle, Alter, komm. Mach's einfach laut. Also, Freunde, man kann sich auch für Taten, die man gemacht hat, entschuldigen. Unser Eggy hat echt eine Ehrenaktion gerade gebracht. Er hat schon viel Scheiße gebaut, das wissen wir beide, das wissen wir alle. Aber er entschuldigt sich auch immer wie ein aufrechter Mann dafür und das ist das A und so, oder? Normal. Anders geht nicht. Hat sich für dich in Frankfurt was geändert? Nein, Alter, Frankfurt bleibt die Eins, bleibt immer gleich. Viele YouTuber auf einmal hier, ne? Ja, immer. Ja, komm, leck mein Schuh. Komm. Halt's Maul. Wer redet mit dir? Ich nehme dir nichts übel, weißt du? Ich kenne dich mittlerweile. Ich weiß, du küsst Wände und so. Du tust mir selbst leid, weißt du? Deswegen, ich nehme dir nichts übel, weißt du? Aber red nicht scheiße über mich. Weil es kommen so Kinder von der Ecke und die glauben alles. Ich bin nicht rein. Dann red nicht in Kamera rein, Mann. So dünnes Eis, Digga. Red nicht mit mir, so ist er. Was? Hast du Probleme mit mir? Hast du? Ist ein Problem. Hey. Der Mutterland. Was? Komm älter weg, wie ein kleines Kind. Also Leute, wahrscheinlich werden jetzt viele Videos auf TikTok umgehen, wo es etwas leicht eskaliert ist. Kannst du kurz schildern, was da passiert ist? Was soll ich sagen, haben wir verdient. Nein, sag mal wirklich, was da passiert ist. Also da ist eigentlich gar nichts passiert, weil es wurde einfach hinter der Kamera gegen deine Freundin und so weiter geschossen, während die einfach draufgehalten haben auf die Leute, die im Video mitmachen. So. Ihr filmt meine Leute, sagt der, obwohl es die Leute von uns sind, ja? Ob es Ektube ist oder Huda, egal. Und daraufhin hat er halt zu Anna hinter der Kamera gesagt, halt deine Fresse, verpiss dich und so weiter. Auch zu meiner hübschen Kamerafrau wurde gesagt, verpiss dich und halt die Fresse. Was war das? Halt die Fresse. Und daraufhin habe ich gesagt, rede noch einmal so, Digga, das ist so dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Und dann, ja, dann ist er ein bisschen weggerannt, was soll ich sagen? Nein, aber der war wirklich frech. Ich komme so an, ich bin direkt geprägt, der beleidigt mich direkt. Leute, falls viele sich jetzt fragen, weil so ein Ehrenmann und so. Wie gesagt, eigentlich mein Kindheitsfreund so, ja, also wir sind zusammen aufgewachsen. Dann würde ich gerne mal die Wahrheit von dir wissen. Ich bin ein Typ, der jetzt nicht gerne die Dreckwäsche in der Öffentlichkeit wäscht. Ist eine Reality-Show, Bruder, du musst. Ich will sowas gar nicht an die Öffentlichkeit bringen, weil wir schon mal sowas hatten, dass wir an die Öffentlichkeit gegangen sind und es von mehreren Seiten Reue gab, ja. Also ein zweites Mal wollen wir das nicht machen. Also wie gesagt, wir klären das privat. Und das, was jetzt auf TikTok rumgehen wird, wird sich natürlich rumsprechen. Und wenn man halt emotional gekränkt ist und auf 180 ist, oder dann sagt man Sachen, die man später bereut oder die man gar nicht sagen will. Trotzdem bin ich dafür, dass die Leute mal kommentieren, ob die Bock haben auf einen Boxkampf. So wäre es besser, sportlich. Nein, dann sagen die, das war unfair, das war dies, das war das. Verstehst du, was ich meine? Und deswegen hat es alles keinen Sinn. Leute, egal, vergesst einfach, was passiert ist. Das stimmt alles gar nicht. Das war alles eine Illusion. Jetzt viele Videos rumgehen. Das war alles Illusion. Das ist alles künstliche Bildbearbeitung. Also, Freunde, ihr wisst Bescheid. Immer korrekt bleiben. Keine negativen Vibes bringen. Und nicht einfach Leute beleidigen, die nichts dafür können. In diesem Sinne, Liebe geht raus. Grüße gehen raus. Ich liebe euch alle. Ruf mich an, geh nicht dran, ist mir egal. Wieder mal will sie ein Date, ist mir egal. Die Rechnung kommt, doch dein Freund kann nicht bezahlen. Steig ins Auto, denn ich bin heute spontan.
Thank you.